Piran, das malerische Städtchen an der slowenischen Küste. Von Italien ist es nur ein Katzensprung und jahrelang kamen die Touristen in Scharen, um sich vom venezianischen Charme Pirans verzaubern zu lassen. Marco Jesernik hat seit ein paar Jahren eine kleine Galerie. Bisher lief's ganz gut, aber in diesem Sommer beißt die Krise zu. Er hat kaum noch Kunden. Keine Touristen und das mitten in der Hochsaison. Marco war früher einmal erfolgreicher Manager. Für ihn sind die Gründe für die Krise offensichtlich. Lange hatten die Banken Geld, aber sie steckten es in ganz andere Sachen als neue Technologien oder zukunftsträchtige Investments. Stattdessen investierten sie in den Immobilienboom und kauften Aktien von Unternehmen, die in keiner Weise innovativ waren. Problem Nummer 1, die Banken. Jahrelang haben sie vor allem in Projekte großer Bauunternehmen investiert, doch der Boom ist vorbei. Die zwei größten Bauträger des Landes sind bereits pleite, jetzt hat es die Nummer 3 erwischt. Kraški Zidar hat im August Konkurs angemeldet. In Sloweniens Hauptstadt Ljubljana rotten mehrere Großprojekte vor sich hin. Für Milan Meskec ist es eine echte Katastrophe. 35 Jahre hat er als Lastwagenfahrer für Kraški Zidar gearbeitet, zuletzt für den gesetzlichen Mindestlohn, 537 Euro im Monat. Gerettet hat das die Firma auch nicht mehr und nun steht er mit über 50 Jahren vor dem Aus. Es ist so traurig, aber wir können nichts ändern. Was sollen wir denn tun? Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe meinen Job schon verloren und meine Frau geht morgen das letzte Mal zur Arbeit und dann gleich weiter zum Arbeitsamt. Was soll ich denn noch sagen? Mit ihm erwischt es hunderte seiner Kollegen. Alternativen haben sie kaum. Die Arbeitslosigkeit steigt derzeit rapide und das in einem Land, das bisher kaum Arbeitslose kannte. Es ist unglaublich. Jetzt kann ich aufs Sozialamt. Was soll ich denn noch auf dem Arbeitsamt? Wer gibt uns denn noch einen Job? Jetzt, wo die Betriebe reihenweise dicht machen. Wo sollen wir denn hin? Problem Nummer 2, Korruption. Slowenische Baufirmen konnten sich darauf verlassen, Aufträge im eigenen Land zu bekommen und bauten zu überhöhten Preisen. Ein Autobahnkilometer in Slowenien kostete 2- bis 3-mal so viel wie der gleiche Kilometer in Deutschland. Der Staat zahlte ja. Vergleichsweise einfach in einem kleinen Land, wo jeder jeden kennt. Corruption was big. Die Korruption war ein großer Teil des Problems. Deshalb ist das System zusammengebrochen. Es geht dabei nicht um direkte Bestechung mit Hilfe von Briefumschlägen. Das Problem ist strukturelle Korruption, Interessenkonflikte und politische Einflussnahmen auf das Management. Lange fing der Bauboom die überhöhten Kosten auf. Alles ging gut, solange die Banken frisches Geld in die Firmen pumpten für immer neue Bauprojekte. Doch mit der Wirtschaftskrise in Europa war es damit vorbei. Innerhalb von 2 Jahren ging die gesamte slowenische Bauindustrie vor die Hunde. Und zog die Banken mit. Nicht nur die Nova Ljubljanska Banka, die mit Abstand größte Bank des Landes, ist bedrohlich ins Schlingern geraten. Just, you know, plain misallocation of ordinary loans. Es waren schlicht und einfach faule Kredite. Slowenische Firmen haben wenig Kapital. Sie hängen zu sehr von den Banken ab, was Investitionen und ihr Betriebskapital angeht. Dazu kommen eine schwerfällige Bürokratie und eine politische Klasse, die zu lange auf den Staat setzte, notwendige Reformen immer wieder verschleppte. Die prominente Journalistin Tanja Staric glaubt nicht mehr daran, dass die Politik die Krise in den Griff bekommt.
Die Politiker sind die gleichen. Sie kennen sich seit 10 Jahren und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt ändern werden. Sie werden nicht an einen Tisch kommen und den Konsens herstellen, der nötig wäre, angesichts der Veränderungen, die Slowenien bevorstehen. Die Menschen in Slowenien jedenfalls haben das Vertrauen in die Politik verloren. Kein Wunder, dringend will die konservative Regierung ein Reformpaket auf den Weg bringen. Die gleichen Reformen, die sie noch vor einem Jahr zu Fall gebracht hatten, per Volksabstimmung. Denn damals waren die Konservativen noch in der Opposition. Machtpolitik statt Sachpolitik. Wenn wir so weitermachen, enden wir noch wie Griechenland. Gott sei Dank haben wir die EU und die NATO, die uns Stabilität bringen. Wenn die aber kaputt gingen, müssten wir wirklich Angst haben. Ich würde dann Slowenien verlassen. So weit würde Marko nie gehen. Früher oder später werden sich die Slowenen aus eigener Kraft aus dem Schlamassel befreien, glaubt er. Die Zeiten werden auch wieder besser, aber sicher nicht über Nacht. Das wird dauern. Denn die Krise zeigt, Sloweniens Probleme sind vor allem hausgemacht.